Marc. Eggert. Marc. Kommen Sie herein. Sieht richtig kuschelig aus. Ja, okay, okay. Also vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin hier nur für Dings. Du hast Maske sogar drauf, ne? Ja, ja, aber die haben gesagt mit 36. Ich gesehen. Jetzt mittlerweile muss man mal was schmecken bei mir. Papa. Wunderschönen guten Abend. Wir starten jetzt mit dem besten Dating-Format, was es im deutschen Internet gibt. Kuppeln unter der Kuppel. Mein Name ist Marc Eggers. Ich darf das Ganze moderieren. Warum man sich für mich entschieden hat, weiß ich selber nicht. Langzeit-Single und schwer vermittelbar. Aber es geht selbstverständlich nicht um mich, sondern wir haben so viele Bewerber und Bewerberinnen bekommen. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob wir heute hier am Ende des Abends ein wirklich tolles Match erleben werden. Aber bevor es jetzt losgeht, eine große Ehre, ich darf Sie anmoderieren. Die liebe Shari wird uns jetzt gleich einmal das Thema Liebe ein bisschen wissenschaftlich erläutern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Liebe macht O. Wissenschaftliche Dating-Tipps mit Shari. Das Herz. Danke. Das Symbol der Liebe und auf jeden Fall ein sehr lebensnotwendiger Muskel. Und die ganze Welt fragt sich jetzt, what is love? Und wie wir den Weg, Pfeilweg, mitten in das Herz finden. Ist natürlich alles völliger Blödsinn, das hier. Denn die Liebe und das Herz, die haben so gar nichts miteinander zu tun, außer vielleicht die Tatsache, dass Herzrasen sowas wie ein Symptom für Verliebtsein sein kann. Das ist aber dann auch schon alles. Denn rein wissenschaftlich gesehen und rein unromantisch gesehen findet die Liebe, ehrlich gesagt, nur in unseren Gehirnen statt. Und was da passiert, das ist ein sehr starker Gefühlszustand der Zuneigung. Hier kommen unsere drei Dating-Tipps, wie ihr den Weg in das Gehirn der jeweilig anderen oder des jeweiligen anderen findet. Erstens, überlasst das Ruder eurem Sympathikus, denn der versetzt euren Körper ganz automatisch in aufregenden Situationen in eine sehr hohe Leistungs- und Aufmerksamkeitsbereicherung. Zweitens, küssen. Ja, das ist eine Möglichkeit, sich gegenseitig zu erschnuppern. Und man sollte sich ja auf jeden Fall auch riechen können. Und an dieser Stelle sei noch gesagt, das Küssen sollte immer auf Gegenseitigkeit beruhen. Das ist natürlich total wichtig. Und drittens, vergesst die Wissenschaft und lasst euch einfach nur treiben. Und somit viel Spaß beim Kuppeln unter der Kuppel. Gerne. Was war denn dein schlimmstes Date? Kannst du dich noch erinnern? Ja. Mein schlimmstes Date war eigentlich, ehrlich gesagt, mein erstes Date. Ich war im Landschulheim, so nannte man das früher. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Und alle haben sich geküsst. Und irgendwie wollte ich auch mal küssen. Und da war ein einziger Junge übrig. Der hatte eine Brille. Und dem fehlt ein Zahn hier vorne. Und wir trafen uns dann irgendwann mal in einem dunklen Schlafraum. Und dann haben wir uns geküsst im Dunkeln und ich hatte die Augen dabei zu. Und der ist so schnell weggelaufen danach. Ich weiß nicht, ob es an mir lag oder der Tatsache, dass es auch für ihn der erste Kuss war. Das war wirklich mein schlimmstes Date. Was war denn das Schönste, was mal jemand zu dir gesagt hat? Ich habe dich in deinen Geist verliebt. Oh, das ist wirklich schön. Ja, das fand ich auch sehr schön. Ja, das fand ich auch toll. Und wie würde dein perfektes erstes Date aussehen? Wenn wir das Wort perfekt einfach dabei weglassen, dann wird es mir schon reichen, wenn wir uns beim Zocken an der PlayStation treffen. Boah, geil. Wir starten jetzt gleich mit dem Date. Und zwar haben sich sehr, sehr viele Leute beworben. Es ist kein gewöhnliches Date. Wir sehen schon hier, diese Trennwand ist aufgebaut. Die beiden werden sich gleich als allererstes nicht sehen. Sie werden sich nur kennenlernen, indem wir ein paar Fragen stellen und ja, mal gucken, was daraus denn entstehen kann. Aber wir haben ja die Kuppelbewohner hier und ihr sollt natürlich mitentscheiden. Ihr werdet jetzt mal Bilder sehen, das wird jetzt eingeblendet, von den beiden Singles. Und ihr könnt jetzt nur mal anhand der Optik entscheiden. Nein, wir gehen nicht. Wird das ein Match oder wird es kein Match? Und jetzt kommt's aber, liegt ihr falsch? Und das wurde mir, glaube ich, aufgeschrieben. Wo ist das iPad? Ja. Sollte ich die Moderation ablegen? Dann passiert was ganz Schlimmes. Da wurde mir gesagt, wenn ihr falsch liegt, gibt es 50 Euro Strafe. Aber wir wollen ja hier für einen guten Zweck sammeln. Sebastian, dein Kontostand kenne ich, würde sagen 150 jeder. Wie? Wenn man falsch liegt. Wie jeder? Ja, musst du zuhören. Ich? Ja, es geht alleine um oder wie nur ich zahlen? Nee. Du, ja, Schweizer auch. Also 150. Du auch? Bezahlen. Ja, ich auch. Ich mache auch mit. Guckt sie euch erstmal an. Das ist der Giuliano und das ist die liebe Stella.
Ich erkläre es euch jetzt auch noch mal ganz kurz. Ja? Die kommen rein mit verbundenen Augen. Sie kennen sich nicht. Aha. Ich glaube, die Stella ist über den Aufruf von Sandra gekommen und Julian über meinen Aufruf. Ja. Die setzen sich hin, machen drei Spiele, müssen Fragen beantworten, lernen sich ein bisschen kennen. Dann dürfen sie sich selber entscheiden, möchte ich den Partner oder die Partnerin, möchte ich die sehen oder ist das Match zu Ende? Wir werden sie gleich selber kennenlernen, aber ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen. Es geht um 150 Euro. Adi Toronto, Italiener. Match oder kein Match? Das sind beides Unternehmer. Das sind beides Italiener. Ach so. Aha, was sind Italiener? Also. Ich habe verstanden, Unternehmer. Okay, du sagst Match. Ja, safe. Revi sagt? Ich sag auch Match. Ja, safe. Match? Ja. Match? Ja. Ich sag natürlich auch Match, ja. Ja, Match. Aber hey, es ist langweilig hier. Jetzt sagt jeder Match. Dann würde ich kein Match sagen und wenn ich falsch liege, gebe ich 1000 Euro. So. Ich hole die beiden jetzt rein. Und bin sehr gespannt. Hallo! Und jetzt kannst du mich hier hinsetzen. Stopp, stopp, stopp. Warte, warte, warte. Regina, kannst du die einmal da schön platzieren? Ja, und jetzt nochmal spenden, ne? Nicht nur in der Kuppe rein. Einmal in meine Richtung, Ja. Von dir aus gesehen. Genau. Und hinter dir ist ein. Nee, ich habe eben gerade drei Leute gleichzeitig. Zwei. Und dann setz dich mal hin. Umdrehen. So, und jetzt, warte, zurück, zurück. Und jetzt. Hinsetzen. Ja, in time. Oh, mega, das habt ihr gut gemacht. Und jetzt kriegt ihr erstmal einen tobenden Applaus, ihr beiden. Giuliano, willst du dich ganz kurz einmal nur vorstellen? Wie alt bist du? Ja, ich bin Giuliano, ich bin 25, komme aus Dorsten, Nähe von Gelsenkirchen. Und ja, ich studiere aktuell Wirtschaft. Und ja, sonst noch irgendwie gut gemacht, hobbymäßig. Adi. Gut. Nervosität? Es geht noch. Stella, wie alt bist du? Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und arbeite noch in der Gastronomie aktuell. Ich stelle euch jetzt Fragen und ihr antwortet da drauf. Und zwar ist das am besten. Und zwar geht's jetzt los. Da kannst du auch gerne gleich noch mit antworten. Ja? Was denn? Ja, pass auf. Okay. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum? Ladies first, Stella darf beginnen. Ja. Ich wäre ein Hund, weil Hunde meine Lieblingstiere sind. Eine französische Bulldogge wäre ich dann. Faultier, weil die wären... Die werden nämlich nicht dafür verurteilt, dass sie faul sind. Wenn du dir eine Superkraft wünschen könntest, welche wäre es und warum? Boah, ich glaube... Ich bin nervös hier. Teleportation. Ich würde gerne Gedanken lesen können. Einfach, weil es cool wäre, mal zu hören, was andere Leute so denken. Das will ich bei einigen gar nicht wissen. Das ist schwierig. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre es? Ich würde nach Bali fliegen wollen. Ja? Ja. Boah, ich glaube, dass ich für eine bestimmte Zeit einfach Zeit anhalten könnte, um gewisse Momente einfach besser genießen zu können. Oh. Oh. Hörst du das? Hörst du das? Da sind wir auch schon fast beim Thema. Wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, in welche Zeit würdest du reisen und warum? War ganz falsch. Ich glaube, ich wäre gerne, also es ist jetzt noch nicht so lange her, aber so 2021, weil da ist man gerade so bei der vollen Volljährigkeit angekommen, aber noch nicht ganz im Erwachsenenleben angekommen. So. Da hat man noch die Möglichkeiten, sich in alle Richtungen umzugucken und kann auch bei Mama und Papa zu Hause leben. Ja, ich glaube, das wäre meine Zeit. Boah, ich glaube, da würde ich tatsächlich in die Schulzeit zurückreisen, als ich in der 5. Klasse war. Einfach um die Zeit mitzunehmen, scheiß auf Schule, aber um die Zeit einfach mitzunehmen mit den Leuten. Du warst da, wie vorhin schon gesagt, du bist da so einfach unbeschwert. Du bist sorgenfrei, du machst dir um keine Sachen Probleme. Du kommst nach Hause, schmeißt den Ranzen in die Ecke und hast einfach Bock, was mit deinen Freunden zu machen. Ich glaube, das ist so die Zeit, wo ich gerne wieder. Wenn du dir drei Eigenschaften an deinem Traumpartner wünschen könntest, welche Eigenschaften wären es? Humor auf jeden Fall. Ja, Ehrlichkeit und. Der muss sozial kompatibel sein. Offenheit finde ich sehr wichtig. Ja. Also offen gepaart mit Ehrlichkeit. Humor muss auf jeden Fall da sein. Aber auch so ein bisschen, ich bin ja auch Italiener, ich bin temperamentvoll, ich bin impulsiv, diskussionsfreudig. Ich diskutiere gerne. Dann geht es jetzt zum nächsten Spiel und zwar heißt das Assoziation Game. Es bedeutet, ich sage euch gleich Wörter. Ja. Und ihr schreibt hier ein Wort drauf, wenn ich euch jetzt ein Wort sage, was euch als allererstes in den Kopf kommt. Okay. Zum Beispiel Senkfußeinlage, dann könnt ihr hier irgendwas draufschreiben. Ist simpel, oder? Na klar. Habt ihr das verstanden? Ja. Ich hab's verstanden, ja. Die Community von Revi, habt ihr das verstanden? Nein, die verstehen überhaupt gar nichts. Ich schreibe nur Scheiße in den Chat, Alter. Es ist super simpel. Ihr schreibt es einfach drauf. Antwort steht hier. Ich sage euch das Wort Supermarkt und ihr schreibt auf, was euch da einfällt. Also ein Wort. Habt ihr was aufgeschrieben?
Ja. Okay, bei der Stella sind es die Nudeln. Das fällt dir direkt ein. Warum Nudeln? Oh. Isst du gern Nudeln? Ja. Italiener, merkst du das? Es knistert hier schon. Kuppel unter der Kuppel, das war jetzt für mich ein eindeutiges Wenn ich Zeichen. Dir sage, ich habe einen Nudelvorrat im Keller, dann... Ich habe Inflation aufgeschrieben. Inflation, ja. Das möchtest du uns sicherlich gerne noch ein bisschen weiter erläutern. Ja, das ist das Erste, was mir einfällt zu Supermarkt, aktuell, weil es offensichtlich gerade in den Medien ist die ganze Zeit, alle Preise steigen. Das assoziiere ich gerade mit Supermarkt, Inflation tatsächlich. Dann kommt jetzt das nächste Wort, und zwar ist es Urlaub. Giuliano beginnt. Was fällt dir bei dem Wort Urlaub ein? Entspannung. Entspannung. Ja. Schön. Was sagt dein Chef? Was fällt dir ein? Ist eh falsch. Eindeutig 6. Falsche Antwort. Geht nicht so falsch. Sie verstehen das Spiel nicht. Wir sind nicht dumm. Gut. Nächstes Wort ist... Ganz viele Zahlen. Das macht gar keinen Sinn. Antwort C und 42 schreiben die. Das ist alles. Okay. Ja, stimmt. Aber das auf dein Chat gucken wir nicht. Ja. Wir können hier auch gleich nochmal raufgucken. So, das nächste Wort. Rosenblätter. Wasser. Was würdest du sagen? Rosenblätter? Wasser. Bei Rosenblätter? Duft? Okay. Ja. Rosenblätter? Badewanne. Boah. Oh. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Schön. Bei dir ist es? Badewanne. Badewanne. Romantik. Romantik. Mhm. Auch schön. Finde ich nicht gut. Das nächste Wort, Aubergine. Ja, auch schon gesagt. Ja, dann gesagt. Aber da ist aber hier ein bisschen am Knistern, das Ding, oder? Hm. Okay. Aubergine. Gemüse. Gemüse. Lila. Lila. Ja, ist super. Ja, das habt ihr auch sehr, sehr gut gemeint. Das ist das Ende von Spiel Nummer 2. Wie ist bis jetzt? Ihr wollt noch sitzen bleiben, oder? Ja. Ja? Wollt ihr noch? Habt ihr Lust auf Spiel Nummer 3? Klar. Dann starten wir jetzt mit Spiel Nummer 3. Da gebt ihr nur Handzeichen. Ich stelle euch jetzt Fragen und ihr sagt einfach nur ja oder nein. Ja, Daumen nach oben, ja, Daumen nach unten, nein. Relativ einfach und simpel. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und zwar, Haustiere im Bett schlafen lassen. Ja, das ist ja wohl eindeutig. Da bist du der größte Lügner. Arkani hat noch nie woanders geschlafen, außer bei dir im Bett. Du bist so ein Schwein. Nein, der kuschelt mehr drin. Ich glaube, du schläfst eher auf dem Boden als der Hund. Seit 2 Monaten nicht mehr. Also ihr sagt Haustiere im Bett, nein. Also Orangutan. Nächste Frage. Pommes aus der Imbissbude. Ja, die haben das. Da sagen beide ja. Ihr könnt echt immer gerne mitmachen. Ja, safe. Ja, ganz spannend. Pommes? Was? Die haben beide ja gesagt und eben haben die nein gesagt. Was war die Frage? Das weiß ich nicht. Pommes, aus der Imbissbude. Safe, ja. Ja, ja, klar. Hey. Wofür lebe ich? Hallo? Okay, also ihr habt beide auch Daumen nach oben. Ich muss euch natürlich sagen, ihr seht es ja nicht, ne? Genau, also beide würdet ihr zusammen meine Pommes essen gehen. Sich vegan ernähren. Nein? Beide sagen nein. It's a match. Was ist bei euch? Das war eine wichtige Frage. Das war was schon sagt ihr? Du bist vegan? Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ach, du bist ein Schwein. Wirklich jetzt? Ich war 2,5 Jahre Vegetarier. Die Frage kommt nicht von mir. Zu mir oder zu dir nach dem ersten Date? Das ist halt jemand nach Hause geht, direkt nach dem ersten Date. Ach so, generell. Ja. Also ob du nach dem ersten Date sagst, hey, vielleicht wird's doch noch mal ein erotisches Abenteuer. Erotisches Abenteuer? Oh, hier kann man nur ins Fettnäpfchen treten, ne? Oh. Er hat den Daumen nach unten gemacht. Er hat den Daumen nach oben gemacht, tatsächlich. Ja. Aber bei Stella ging er sehr weit nach unten. Also, ihr könnt es auch noch mal gerne. Nach dem ersten Date? Nee, wenn es ein richtiges Date ist. Wenn der Vibe stimmt? Doch, schon. Ja, du. Man kann ja der Vibe stimmt, man chillt, da muss ja nichts laufen. Man kann ja auch zum Beispiel nach Hause gehen und Utopia schauen. Genau. Das, was er sagt. Zusammen feiern gehen. Utopia und chillen. Daumen nach oben von beiden. Und jetzt haben wir die allererste Entscheidung des Tages. Ihr dürft euch jetzt entscheiden. Wollt ihr die Kuppel schon verlassen? Ist es damit gelaufen mit dem Date? Oder wollt ihr euch sehen? Und gebt den Ganzen eine weitere Chance und wir kommen zum Spiel Nummer 4. Ich bleib noch. Du bleibst? Ja. Letzteres auch, ja. Du hast einen guten Eindruck? Sagst, bis jetzt passt alles? Ja? Vielleicht nicht alles, aber man muss sich ja kennenlernen. Erstmal. Was passt nicht? Dieses mit nach Hause gehen beim ersten Mal? Die liebe Stella und der liebe Giuliano sehen sich zum allerersten Mal bei dem besten Date ihres Lebens. Achtung! Drei. Ich bin jetzt auch noch. 3, 2, 1. Hi. Stella, hi. Oh.
Er sieht nicht so schlimm aus wie gedacht. Nee, nein, er war ja, nicht so schlimm wie gedacht. Aber er hat Nudeln im Keller. Ja, cool. Und nicht wenig. Aber ich gehe selten in den Keller, vor allem von anderen Leuten. Das ist nicht richtig. Ist aber besser, glaube ich. Aber er geht hin, um die Nudeln zu holen und dann für dich zu kochen. Das hört sich Was ist dein Lieblingsessen? Nudeln. Mit Ketchup oder? Nee, nicht mit Ketchup. Schon ein bisschen gehobener, ne? Wenigstens eine Tomatensauce. Ja, ja. Okay, wir kommen zum letzten Spiel und da wird es tatsächlich ein bisschen mit Körperkontakt zugehen. Und zwar wird jetzt eine Person, ich habe das vorher auch noch nie gesehen, ich glaube so rum in das Hemd reingehen und die andere Person ist von hinten Arm und Hände. Und dann müsst ihr hier Aufgaben erledigen. Oh Gott. Okay. Die eine Person sitzt. Wir machen vor. Wir machen vor. Ja. Ich bin deine Arme. Genau. Die Person, die sitzt, hat die Arme hinterm Rücken. Ich lieb die Mode. Idealerweise. Gebastel. So, jetzt. Idealerweise. Was kann ich denn für dich tun, liebe Regina? Naja, wir wollen das jetzt ja hier nicht nutzen. Das ist ja für die beiden. Aber man müsste auch idealerweise geht auch näher dran sitzen. So, auf jeden Fall habt ihr jetzt gleich Aufgaben. Ihr habt es verstanden, ne? Ja. Wer möchte Arm und wer möchte Körper? Wenn du mein Make-up in Ruhe lässt, bin ich Körper. Okay. Dann? Aber das ist eigentlich auch der Sinn des Games, dass eben was daneben geht. Nein, dann bin ich die Arme. Okay, da. Geht das? Ich glaube, dazu sollte so passen. Genau. Nicht mit. Umbringen? Ja, so ist besser für alle, glaube ich. Okay, jetzt kannst du da rein. Soll sie sich nicht dahinter setzen? Ist das nicht auch... ich glaube, ein Stuhl wäre gar nicht schlecht, weil ich sonst... Kannst du mal meine Arme da rausholen, Marc? Ja, warte. Ich habe hinter dir einen Stuhl hingestellt. Passt das denn? So, komm mal raus da. Aber dann sehe ich nichts mehr, ne? Nee, das ist ja super. Ach so, okay. Okay, die allererste Aufgabe ist, du stellst jetzt diese Schnittblume hier in die Vase rein. Jetzt eigentlich schon gewonnen, oder? Das ist noch einfach, ne? Ja, ich hab schon. Wenn das nicht geklappt hätte, dann wäre wirklich... Und jetzt packst du ihn doch mal zwischen seine Zähne. Das... Ja. Aber sogar ohne Toll. Das Wasser. Screenshot. Super. Die erste Aufgabe habt ihr mit Bravour gemeistert. Schenke ein Glas Apfelsaft ein und er soll dann mit dem Strohhalm daraus trinken. Wie soll ich denn an den Strohhalm drankommen? Ja, das ist halt die Aufgabe. Da müsst ihr natürlich schauen, ob wir das hinbekommen. Voll das komische Haus. Er hat schon Angst. Ja, okay, komm, jetzt müssen wir zusammen nach vorne. Ja, das ist gut. Ihr macht, ihr seid als Team agiert ihr gut. Ja. Hat er nicht einen Papa, auch das mit Bravour gemeistert. Also wenn das nicht alles Anzeichen sind, dann weiß ich es aber auch. Jetzt kommt die letzte Aufgabe und zwar, du nimmst jetzt eine Banane und tunkst die hier in diese Schokosoße ein und fütterst den lieben Giuliano, weil er hat unfassbar Hunger und er liebt Bananen mit Schokosoße. Ihr hättet vorher nach meiner Größe gefragt. Ja, das ist schon gut. Ja. Ja, aber ruhig ordentlich viel Schokosoße. Ja, ja. Das ist gut, das macht ihr gut. Und er hat noch so Bock auf den zweiten. Das sehe ich in seinen Augen. Oh nein, meine Giuliano, du musst das nicht machen. Ja, ja, das ist gut. Hör auf, Junge. Und jetzt habe ich gesehen, dass Revi auch so Bock hat auf so eine Schokobanane. Soll ich die mal schmeißen? Okay, ihr habt das dritte Spiel und das letzte Spiel auch mit Bravour gemeistert. Und ihr beide dürft jetzt gleich entscheiden. Nach diesem, ist was auf die Hose gegangen? Ja, alles gut. Bisschen schwund. Das war nicht über Lisa, glaube ich. Aha, da geht, und du liebst es auszudiskutieren. Und jetzt kommt der Punkt. Ihr könntet euch noch mal die ein oder andere Fragen stellen. Also ich sag's euch kurz, ich will keinen Druck aufbauen, ne? Aber wenn ihr euch matcht, dann muss Nee, da darf man nicht drüber reden. Okay. Hör auf. Das ist, also jetzt, wo du ihn optisch gesehen hast, nur mal so eine kleine optische Einschätzung. Ja. Nachdem du ja schon gesagt hast, schon sympathisch, schon geil, ohne ihn zu sehen, jetzt optisch wäre er dein Typ. Ja, ein bisschen größer vielleicht. Ein bisschen größer? Ja. Der wächst noch. Passt es schon. Ja, klar. Das ist fruchtfest. Ich Italiener. Okay, und bei dir? Optisch auf jeden Fall. Und guckst mich so verliebt dabei an und sagst optisch auf jeden Fall. Sorry. Kannst du dich noch mal hinstellen? So klein ist der doch gar nicht. 1,79. Guck mal. Stolze. Kannst du stellst dich auch noch mal bitte? Also das, was gesagt wurde, hat ja auch eigentlich perfekt zusammengepasst. Insgesamt sind ich höre den Herzschlag. Den höre ich schon die ganze Zeit. Hast du noch eine Frage? Ich glaube, ich habe erstmal auch... Gibt es denn keine Frage, die ihr sonst bei Dates unbedingt zuerst geklärt haben wollt? Oder so irgendetwas, wo ihr sagt, das ist so ein Icebreaker? Jetzt machen wir noch ganz schnell. Ziele im Leben. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Auf Bali. Ach, du willst auswandern, ja, richtig? Schon, ja. Mit einem saftigen Italiener an deiner Seite, der dir die Nudeln zubereitet. Auf Bali. Auf Bali. Wäre Bali eine Option für dich? Auswandern? Boah, weiß ich nicht. In 10 Jahren, in 10 Jahren. Ja gut, was in 10 Jahren ist, weiß ich halt nicht. Ne? Ja. Ausschließen würde ich es nicht, aber jetzt auf jeden Fall nicht. Ne? Wir zählen jetzt von 10 runter und dann zeigt ihr uns eure Entscheidung. Ist es bei Kuppeln unter der Kuppel 2022 ein Match oder kein Match? 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Was habe ich noch mal gesagt, Match? Ja. Habe ich Match gesagt? Ja, gesagt, no Match. Und das wir hatten gewettet, ne? Ja, 1000 Euro musst du zahlen. Ey, erstmal einen riesen Applaus, ihr seid ein Match. Ich habe gegen euch gewettet, dementsprechend werde ich diesem wundervollen Projekt 1000 Euro zukommen lassen. Dankeschön. Aber das auch sehr, sehr gerne. Ich hatte es mir schon fast gedacht. Das freut mich. Also ihr könnt jetzt tatsächlich Hand in Hand die Kuppel verlassen und was daraus entsteht. Also sagt es uns, wenn es irgendwann mal Kinder gibt auf Bali, wir wollen es wissen. Natürlich. Bei einer Hochzeit, ich würde die Rede halten, kein Problem. Das überlegen wir uns noch. Schön, dass ihr da wart. Das ist euer Applaus. Danke. Ich freue mich sehr. Wir haben im besten Falle jemanden zusammengebracht. Ja. Auf jeden Fall. Dankeschön. Das Handy kannst du mitnehmen, wenn du willst. Oder als Banane. An uns, wer könnte behalten. Gut, ja, ciao. Ja, alles klar. Der Mann macht die Tür auf. Der Mann macht die Tür auf schnell. Ja, ich, hallo. Danke, dass ihr da wart. Danke, gleichfalls. Ciao. Das ist gut. Tschüss. Danke. Denkt ihr, das waren Geschwister? Hä? Hä? Es hat geklappt. Was? Geschwister, hä? Ich dachte mir so kurz, die pranken und sie haben sich beide beworben. Komm, Regina, jetzt setzen wir uns hin. Komm. Okay, komm. Marc, beim ersten Date, was ist da für dich wichtig? Da muss die Chemie stimmen. Ja. Humor muss da sein. Man muss auf einer Wellenlänge sein. Regina, beim ersten Date der erste Eindruck. Wie lange brauchst du dafür? 20 Sekunden. Okay. Ich komme noch mal rein. Genau, wir würden es noch mal ganz kurz simulieren. Moment mal. Regina? Wir simulieren es kurz für dich. Ja, Achtung. Drei. Da musst du richtig fallen drei, lassen. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Go. Oh mein Gott. Dann haben wir hier wieder ein Match. Spring mich an. Ihr habt es geschafft. Und endlich ist es offiziell. Wo überweise ich die Spende hin? Es gibt einen Spendenlink. Mach's jetzt direkt, warte. Kann dir den Spendenlink mach ich direkt gleich den Spendenlink für alle Leute. 1000 Euro gehen raus für das wundervolle Projekt. Und wer noch nicht gespendet hat, der muss es jetzt machen. Ich will das sehen, ne? Na klar. Okay. Das ist eigentlich Marc Egger schuldet mir auch sehr vielen Leuten Geld. Alles gut.